Es ist also soweit, Champion. Endlich. Für das, was ihr hier getan habt, werdet ihr bezahlen. Für das, was ich hier getan habe, werde ich belohnt werden. Nicht nur in dieser, sondern auch in der nächsten Welt. Ich habe allein meine Pflicht getan. Was nun mit euch geschieht, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr wart niemals Teil dieses Zirkels, und das habe ich akzeptiert. Indem ihr die Magier verteidigt habt, habt ihr euch jedoch entschieden, ihr Schicksal zu teilen. Kommandantin, ich dachte, wir wollten den Champion festnehmen. Ihr werdet das tun, was ich euch befehle, Cullen. Nein, ich habe euch verteidigt, als Thrask anfing, von eurem Wahnsinn zu flüstern. Aber das hier geht zu weit. Ich dulde nicht, dass meine Befehle in Frage gestellt werden. Wir müssen unserem Weg treu bleiben. Bei Andrastes Hintern. Ihr erkennt es wieder, nicht wahr? Reines Lyrium, gefunden in den tiefen Wegen. Der Zwerg hat einen hohen Preis für seinen Fund gefordert. Der Götze hat letztendlich Bartrans Verstand vergiftet. Er war schwach. Doch ich bin es nicht. Ihr alle! Ich will ihren Tod! Nein! Ich werde meine Schwester nicht für euch töten! Wie könnt ihr es wagen? Genug, Kommandantin! Ich mache dem jetzt ein Ende. So wie ich es schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Genug! Das ist nicht, wofür der Orden steht. Kommandantin, trete zurück! Ich enthebe euch eures Amtes! Mein eigener Hauptmann ist dem Einfluss der Blutmagie zum Opfer gefallen. So wie ihr alle. Ihr seid schwach und gestattet es den Magiern, euren Verstand zu kontrollieren, damit ihr euch gegen mich wendet. Aber ich brauche nicht einen einzigen von euch. Ich werde diese Stadt auch allein beschützen. Dann müsst ihr zuerst an mir vorbei. Und an mir. Verräter! Ich lasse euch beide enthaupten. Sie hat den Verstand verloren, genau wie Bartrand. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Deine Dienerin fleht um die Stärke, dieses Übel zu besiegen.
Entschuldigen, Leid zu fügen. Oh nein, dazu kommt auch noch die Erniedrigung. Die Magier verschonen? Ihnen die Freiheit geben? Sie würden doch nur alles vernichten, was uns lieb und teuer ist. Nein, nein, das darf nicht geschehen. Ich werde es verhindern. Hört ihr mich, Champion? Ich werde euch besiegen.
Über das Massaker wurde überall berichtet. Der Name des Champions wurde zum Schlachtruf. Eine Erinnerung daran, dass die mächtigen Templer besiegt werden können. Sie hatte die Magier gegen grausames Unrecht verteidigt und viele von ihnen überlebten, um darüber zu berichten. Der Zirkel erhob sich und steckte die Welt in Brand. Weitere Templer kamen nach Kirkwall, um die Ordnung wiederherzustellen. Doch da waren wir schon längst fort. Wir verschwanden in den Bergen, waren letztlich jedoch alle irgendwann gezwungen, den Champion zu verlassen. Nun, wir alle außer Enders. Die Geschichten hört man natürlich weiterhin. Und sie werden immer gewaltiger, auch wenn ihr Kern die Wahrheit bleibt. Eine neue Legende war geboren. Und das war's. Das ist die ganze Geschichte. Dann hat Meredith den Zirkel also provoziert. Sie trug die Schuld. Oder dieser verdammte Götze. Oder Enders. Sucht euch etwas aus. Und dennoch, wäre der Champion nicht dort gewesen, dann wäre es vielleicht niemals so weit gekommen. Ich verstehe. Und wie hilft euch dieses Wissen jetzt? Ihr habt bereits alle Zirkel verloren. Und haben nicht auch die Templer rebelliert? Ich dachte, ihr hättet entschieden, die Kirche zu verlassen, um die Magier zu jagen. Nicht alle von uns wünschen sich Krieg, Varric. Bitte. Wenn ihr wisst, wo der Champion ist, dann müsst ihr es mir sagen. Sie ist eine Heldin. Eine Frau, auf die die Magier hören würden. Jemand, der von Beginn an dabei war. Der Champion könnte diesen Wahnsinn aufhalten, bevor es zu spät ist. Sie ist möglicherweise die Einzige, die es kann. Ist es das, worum es hier geht? Wenn das so ist, wünschte ich, ich könnte euch helfen. Dann verrate mir nur eines. Ist der Champion tot? Oh, das bezweifle ich. Dann steht es euch nun frei zu gehen, Varric. Möge der Erbauer in den dunklen Zeiten, die vor uns liegen, über euch wachen. Das wünsche ich euch auch, Sucherin. Leb wohl. Und? Habt ihr... Sie ist fort. Genau wie der Wächter. Das ist kein Zufall. Also, bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan oder suchen wir weiter? Es liegt jetzt in den Händen des Erbauers. Wir müssen auf ihn vertrauen.